Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 19. Mai 2024. Ja, was soll ich euch sagen? Die Realität beginnt noch am Vormittag und das ist auch so, dass sich das Wetter nicht gebessert hat heute Morgen im Laufe des Tages. Es ist auch hier ein bisschen Wind, tief hängende Wolken. Das Einzige, wo man jetzt noch eine freie Zone hier sieht, das ist hier über Playa de Inglés. Richtung San Agustin, auch hier jetzt Richtung Faro. Ja, heute Morgen aufgefallen, da gibt es wohl eine Sportveranstaltung, einen Lauf. Da hat man da vorne was abgesperrt und das schauen wir uns jetzt mal an. Vielleicht kriegen wir ja von dem Sportgeschehen auch was mit. Ja, auch hier die Wolken über Sonnenland, die hängen doch sehr tief und sehr dunkel. Und dass es jetzt regnen könnte, das schließen wir jetzt auch hier gar nicht mehr aus. Da fährt auch einer mit dem Mountainbike da unten. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch was mit diesem Lauf zu tun hat. Vielleicht ist das ja auch ein Fahrrad-Event. Ich kann es euch leider nicht sagen. Ja, der hat eine Startnummer, also irgendwas ist da schon. Die Nummer 10. Ja, unterhalten wir uns ein bisschen, ist ganz einfach, wenn wir jetzt nicht das beste Wetter haben. Der donnert da lang, das ist nicht ganz ungefährlich. Jetzt nicht, weil ich da schon mal lang gefahren bin, sondern weil ich eben gehört habe, dass da auch schon mal jemand ganz schön verunglückt ist. Der ist gegen so einen Stein gefahren und hat sich dann flachgelegt. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig jetzt, wo man hingeht, hinfährt, weil man ja jetzt nicht gerade das schlechte Wetter aufnehmen möchte. An allen Ecken und Enden wird gejoggt. So, und ich gehe jetzt mal hier den Nebenarm besuchen. Ich wollte eigentlich das unbekannte San Fernando zeigen, aber das machen wir ein andermal. So, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, da kommt noch einer entgegen. Also da ist schon was, irgendwas. Die Nummer 10 war das. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier mehr sehen. Die Nummer 28 hier. Ist nicht ungefährlich, nein. Und wenn man hier fliegt, dann fliegt man hart. Also das ist nicht jetzt hier irgendwie Rasen. Es reicht schon, wenn man hier auf glatter Straße irgendwie sich mal hinlegt. Aber wie gesagt, die betreiben das als Sport und die müssen wissen, auf was sie sich da einlassen. Hier, das ist die Dame, die vorhin an der Absperrung war. So, das ist jetzt der Seitenarm. Hier ist die Absperrung. Hier heißt es, hier kommen die her, dass die in die richtige Richtung nach links fahren. Die kommen also irgendwo aus dieser Richtung. Aber ich habe keine Werbung gesehen und nichts gehört. Ich muss eben mal hier runterschalten auf meinem Instrumententafel.
Dabei war Princess auf der linken Seite hier. 4 Sterne. Und Maspalomas Princess daneben. Eigentlich könnte ich ja jetzt jemanden besuchen. Ich habe nämlich vorgestern erfahren, dass ein Bekannter von uns, dass der jetzt sein eigenes Bar oder Restaurant hat. Und da könnten wir mal vorbeischauen. So, jetzt sind wir aber erstmal hier auf der Hauptstraße. Das heißt, ich muss jetzt hier auf die andere Straßenseite. Wie die hier alle parken, doch da kommen welche noch an. Jetzt sehe ich gerade hier. Das ist der Seitenarm des Barrancos, der kommt dann sozusagen in den Hauptarm mit hinein. Und hier hat es mal vor ein paar Jahren richtig Wasser drin gehabt. Das war ganz brutal. Das war randvoll hier. So, und da ist wieder einer von den Fahrradfahrern. Da kommt er mit der Nummer 408. Einen warten wir noch ab. Dann kommt noch einer. Tja, keinen Armschutz, keinen Knieschutz. .401. So, das ist mir dann schon lieber hier auf der Straße. Ja, dann besuchen wir doch mal. Adiosse heißt er. Ja, das Unbekannte. Maspalomas, das zeige ich euch dann, das ist dann da drüben, aber das mache ich einen anderen Tag. Zum Strand brauchen wir auch nicht fahren, also Sonne scheint in Playa de Ingles, San Agustin zu sein heute. Halt, ich bin verkehrt. Ich bin eine zu früh, ich wollte die andere. Ja, jetzt kann ich auch hier lang fahren. Ich bin mir nicht sicher, in welcher Anlage. Das ist jetzt die andere Seite von den Tabaibas. So, jetzt fahre ich wieder Richtung Golfplatz hier. Für alle, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, ein paar Mal muss man die Hauptstraßen oder die Straßen queren, kreuzen. Aber man kann gut dem Hauptverkehr ausweichen. Immer eine gute Adresse, mal eine Rast zu machen am Golfplatz. So beim Beirut vorbei, hier Pepe Nero, italienisches Restaurant. Ja, das ist die Realität, so sieht es heute hier aus. Für alle,
die auch gerne zu Fuß unterwegs sind. Hier freitags hatte ich 2, 3 Gäste, die hier in der Anlage gewohnt haben und schon Stammgäste sind, das heißt, die dann auch genau wissen, was auf sie zukommt. So, hier ist der Kinderpark. Und diese Oleander hier in allen Farben. Auf der anderen Seite ist auch wieder ein großer LKW hier im Golfplatzgelände, der die Straße blockiert, kommt scheinbar nicht raus. So, da möchte ich hin. Und da schaue ich mal, ob ich da hineinkomme. Ja, hier bekommt ihr auch immer gute Fahrräder. Freemotion, eine Zweigstelle von dem großen Fahrradvermieter, den es hier doch an vielen Punkten der Insel gibt. Ja, und viele Leute, die jetzt hier wohnen, können dann eben mit 15 Minuten zum Strand rechnen. Das heißt, dass man sehr bequem dann eben auch zum Wasser kommt, ebenerdig mit dem Fahrrad oder zu Fuß, wie man es möchte. So, und hier ist das Café, das besagte, von José und seiner Freundin. Also, wir haben hier die Öffnungszeiten, dass ihr wisst, Öffnungszeiten von 11 Uhr vormittags bis 22.30 Uhr. Und hier wird sich was ändern. Hier gibt es die besten Cocktails, hier gibt es dann auch Sportveranstaltungen, wenn einer die sehen möchte im Fernsehen. Und ich drehe jetzt mal ganz einfach hier eine kleine Runde. Ja, ich habe es gehört, erfahren jetzt vorgestern, dass Teresa und Ayose, dass die beiden hier sind. Und jetzt habe ich gedacht, ich fahre doch mal vorbei und schaue mir das mal an. Also ganz einfach zu finden. Ich werde aber noch mal fragen. Ich werde jetzt noch mal genau fragen, dass das auch eben möglich ist, dass man von der Straße dann hier selbstverständlich auch rein kann und jetzt nicht Angst haben muss, dass man da irgendwie jemanden auf die Nerven geht sozusagen oder es nicht darf. So, hier ist jetzt die Wassergymnastik. Hier ist das Wasserfeeling. Oder Gymnastik im Wasser mit Animation, mit angenehmer Musik. So, jetzt nochmal die Frage hier, ja, wie gut belegt ist. Es soll gut belegt sein. Aber ich frage jetzt doch nochmal, hier gibt es auch Varieté und Show. Und ja, eine Tanzfläche, eine Bühne. Ich war hier vor vielen Jahren, hatte ich Freunde hier, Bekannte, die hier mal untergekommen sind. Und deswegen waren wir jeden Abend hier. Ich konnte das Showprogramm schon auswendig. So, und hier, wie gesagt, hier die Bar, die Terrasse. Hier kann man außen sitzen. Hier gibt es gute Cocktails, guten Kaffee. Die Kaffeemarke wird jetzt gewechselt. Und jetzt frage ich doch noch mal. So schaut das hier aus. So, ich habe noch mal gefragt. Also den Namen der Bar heißt Taste. Hier habt ihr es stehen. So.
Und ihr dürft hier auch als Nicht-Hotelgäste kommen. Das heißt, keine Angst, ich habe extra nochmal gefragt, ihr geht hier durch die Rezeption, müsst euch hier an der Rezeption nicht anmelden, sondern ihr sagt ganz einfach, wir wollen hier einen Kaffee trinken, einen Cocktail, wir wollen zu Ayose und dann könnt ihr hier Platz nehmen auf der Terrasse und müsst jetzt nicht ein schlechtes Gewissen oder sonst irgendwas haben. Ihr könnt hier draußen auf der Terrasse sitzen, aber auch innen drin gibt es auch noch Plätze. So, das war jetzt unsere kleine Reportage hier. Und daneben ist ja auch noch ein Haarstudio. So, dann geht's jetzt wieder zurück und ich bin wieder ein bisschen schlauer geworden. So, also hier nochmal die Rezeption und hier geht ihr ganz einfach dann raus. Da vorne ist Parkplatz, da ist der Park und da sind Vias bei Dunas hier. Sweet Vias bei Dunas. Und wenn ihr hier vor dem Eingang steht, auf der linken Seite, genau hier links neben der Tür, da ist die Bar. Taste. So, und ich mache mich jetzt auf mein Fahrrad. Und dann geht's weiter. So, weiter geht's jetzt hier. Muss ich erstmal schauen, dass ich die richtige Straße hier finde. Hier ist nämlich offiziell der Parkplatz. Und da hat man ein bisschen die Straßenführung und die Vorfahrtsregelung geändert. So, hier sind wir jetzt Richtung Berge und da hängen die Wolken immer noch richtig tief. Jetzt muss ich mal gucken, ob meine Hupe geht. Die geht. Nehmt die Kinder mal. Dankeschön, gracias. So macht man das. Ja, die Realität hier im Campo International. Auf der rechten Seite ist Campo de Golf. Alles, was jetzt hier von dieser Straße aus links ist, ist Campo International. Rechts der Golfplatz Campo de Golf. Viele schmeißen das durcheinander, ist aber auch gar nicht so schlimm. Wenn man die Straße weiß, dann ist das überhaupt kein Problem. Und ihr seht selber jetzt hier mit dem Fahrrad unterwegs, kein Verkehr. Relativ sicher ist man hier unterwegs. Manche schauen einen ganz grimmig an. Hallo? Die schauen ganz nett und ganz lieb. Und ja, man ist halt hier unter sich, sage ich. Das ist ein Dorf und das gefällt mir auch. Das ist auch das Schöne. So hat natürlich San Agustin seine Liebhaber. Und ja, ich sage, alle anderen Teile auch, Sonnenland. Und das ist auch gut so, dass wir nicht alle den gleichen Geschmack haben, sonst würde es ja an der einen Stelle ganz schön voll werden. So, meine Empfehlung zeige ich euch noch zum Schluss. Hier erstmal das Bildrestaurant, dass ihr auch keine Angst haben müsst. Von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr. Hier zeigt es euch das Schild. Der Eingang gleich hier links, das Restaurant Maspalomas Golf Gran Canaria. Da könnt ihr bedenkenlos euch mal hinsetzen und was essen, was trinken. Hallo? Bedenkenlos was essen, was trinken, einen Kaffee auch nur. Und da habt ihr mit Sicherheit immer einen schönen Blick, ein schönes Ambiente. Wenn diese Tür hier mal zu sein sollte, dann müsst ihr über den Parkplatz, über den Golfladen, über das Geschäft
in den Golfplatz rein. Also die Schilder hier, die sind ja extra dafür da, dass man es findet, dass man weiß, dass man hier auch willkommen ist. So, da vorne ist die Bushaltestelle und hier ist der offizielle Eingang. Hier geht's hinein. Und wenn die Tür hier zu ist, da ist jetzt gerade zu, dann geht ihr hier links vorbei, links und dann gleich wieder rechts und dann seid ihr auch schon da im Golfplatz. Und wenn ihr mit dem Auto kommt, dann habt ihr hier die Möglichkeit zu parken. Geradeaus geht es jetzt Richtung Playa de Ingles. Aber wir biegen da vorne dann ab. Hier geht's zu Cordial. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich fahre jetzt hier wieder zurück. Denn ich nehme eine Abkürzung. Wenn man jetzt hier Richtung Campo Internacional möchte, dann hat man genau da vorne ein Schild Supermarkt. So, das sind die Scheibenbremsen, da kann ich nichts dagegen machen, wenn es mal quietscht. So, und hier vorne, hier ist das Schild Supermarkt. Und hier geht ein Weg rein und der geht hier durch. Und dann ist man schon im Zentrum vom Campo und wir kommen raus. Ja, wir kommen raus bei der Swingeranlage hier La Mirage. Daneben ist die ganz normale touristische Anlage Lacey. Da könnt ihr auch touristisch unterkommen. Und hier, ja, es gibt ja viele Sachen hier, Nachtleben. Und über eins werde ich berichten. In 2 Tagen sende ich euch das. Und zwar Peaches and Cream. So, hiermit möchte ich mich verabschieden jetzt und sage, das war's mit der Realität. Hier ist die Anlage Lacey's. Da gibt es auch Filme, Videos. Da könnt ihr euch ansehen, wie es hier innen aussieht. Ich sage danke fürs Dabeisein. Hasta luego.